So, jetzt nur mal sehen, wie wir das jetzt machen am besten. Da würde ich sagen, dass wir uns erstmal sämtliches Werkzeug erstmal aussortieren. Und sämtliche Materialien. Das Werkzeug schmeiße ich mal hier oben schnell rein. Ja, dazu ist die Truhe ja da. Die sogenannte Restetruhe hier. Die Erde schmeiße ich doch mit hier rein. Zucker, boah, das war oben. Pflasterstein. Weil wir brauchen jetzt nämlich Platz. Für das, was wir jetzt vorhaben. Wir brauchen jetzt viel Inventar. Damit wir viel transportieren können. Sandstein, Sand. Sandsteintruhe haben wir so gesagt noch nie. Sandstein drin, müssen wir uns mal eine Sandstein nehmen. Steinstufen sind hier hoch drin. Ich würde sagen, ich schmeiße das alles erstmal hier rein. Ich werde es dann aussortieren. Weil ich brauche erstmal den ganzen Platz jetzt. Da könnte ich mir quasi... Ja, sorry, wenn ich jetzt erst einmal hin und her rennen muss. Ich muss jetzt erstmal selber sehen, wie ich das mache. Gut, das war gut gewesen. Ich brauche nämlich hier oben jetzt noch den Ton hier. Die Truhe von der Gertrude. Und die würde ich jetzt. Ups. Und die würde ich jetzt hier irgendwie einbringen. Würde das von der Breite her passen? Ich müsste die noch ein bisschen mehr drüben hin machen. Gut, okay, ich mache es halt mal so. Auch es ein bisschen länger dauert. Ich habe jetzt leider kein Werkzeug mit. So. Das reicht schon mal. Gut, mit Hochlegen wird es jetzt schwierig. Dass die Truhen so gesagt oben sind. Aber ich weiß jetzt wenigstens, dass ich die Truhen auch so hinstellen kann. Gut, so viel Eier werden wir vielleicht nicht in dieser sogenannten Produktion haben. Aber es ist besser, wenn wir diesen Stauraum haben einfach. Passt soweit. So, auf geht's. Das wird ja so gesagt nicht ganz wenig. Aua. So, den ersten Rit haben wir. Jetzt folgt der zweite Rit. Die war, glaube ich, leer, die Truhe. Aua. Was tut man nicht alles für die Hühner? Ja, und so ist es nicht am einfachsten. Das Ding da auch noch da oben rum. So, so. Naja, wird schon gehen. Aua. Ist er voll? Jo.
regnet. Das ist natürlich wieder gutes Timing. Das ist schon wieder sehr gutes Timing. Wir werden doch die Eier los. Ja, Mensch. Jetzt wieder oben im Kartenpack wieder hier. Na, scheiß drauf. Aua. Was soll es? Naja, in so einem Kartenpack war der ja nicht. Das hätte ja sein können. Das hätte ja sein können. So, das gewittert sogar. Das haben wir in Deutschland, Mensch. So. Aua. Der ist voll. Wir können hier noch welche rein. Haben wir. Mitte? Ja, so eine Art Mitte haben wir ja auch hier, so gesagt. Würde das gehen? Das würde gehen. Aber nicht so hier. Das ist richtig doof, dass man das dann immer so machen kann. Ja, muss es halt so machen. Gibt's nicht anders. Nur halt so die Truhen halt gestellt. Passt schon. Und wo noch Eier? Die sind doch. Warum liegen die dort oben? Kann mir das mal jemand sagen, warum die dort oben liegen? Mal schnell was. Das lege ich natürlich wieder zurück dann gleich. Das ist jetzt nur, damit ich da drauf komme. Wenn ich jetzt nicht weiß, wie viel diesen Grafikpack hier schon wieder ist. Ich glaube, ich habe die jetzt auch gesammelt. Ja, ganz gut jetzt. So, danke für die Leihgabe. Das war mir eine Hilfe wert. So. Gut, da hätten wir das. Ups. Und die Eier noch mit hier rein. Und jetzt gehen wir noch einmal Eier sammeln. Im strömenden Regen. Was wollt ihr denn jetzt hier? Alle hier draußen rum, das ist doof. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen reduzieren hier. Geht nicht anders. Es sind einfach viel zu viele Hühner. Wir haben schon wieder viel zu viel. Ja, was ist denn jetzt? Dann irgendwann mal machen. Oh. Wisst ihr was? Das gefällt mir jetzt doch nicht so, wenn das so in der Mitte hier rumgeht. Das sieht einfach viel zu viel aus hier. Das ist viel zu viel. Wird man quasi überrannt damit hier.